zum faserverrückten Jahresrückblick 2015. Das ist keine reguläre Folge, sondern eben mein Jahresrückblick. Das Jahr neigt sich ja dem Ende. Und ja, so wie jedes Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange es das schon gibt, die Aktion, gibt es auch heuer wieder in der Podcasting auf Deutschgruppe auf Revelry die Aktion mit dem Jahresrückblick. Beim Jahresrückblick machen die Podcaster mit, hauptsächlich, also sowohl Audio als auch Video, und beantworten 15 Fragen. Ja, ich habe mir die 15 Fragen ausgedruckt in Blau, Abdrucker. Und auch die Antworten dazu, also stichwortartig habe ich mir Antworten gemacht in Grün. Ja, wie gesagt, Farbdrucker. Ja, nur die Schriftart, also an der Schriftart könnte man noch arbeiten, die gefällt mir nicht so. Ich hoffe, ich kann jetzt dann alles lesen, was ich mir hier so zusammengekritzelt habe. Ich finde es ja total interessant, diese Jahresrückblicke, also ich höre gern und sehe gern, was die Kollegen daraus machen, also was ihre Antworten sind. Und ich hoffe, euch geht es genauso und ihr findet das auch interessant. So, Frage 1. 2015, das Strick-, Spinn- und Häkeljahr. Was für Herausforderungen hast du gemeistert? Was waren erstaunliche und erwähnenswerte Projekte? Ja, und da habe ich mir ein bisschen die Mühe gemacht und einmal auf Revelry gestöbert. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, dann habe ich im Jahr 2015 vornehmlich gestrickt. Und zwar Socken, 7 Paar, plus die Overnies. Also, ja, kann man sagen, 7 oder 8 Paar Socken. Handschuhe, Stulpen, alles was eben so, also für den Handbereich ist. 5. Tücher und Schals und Kauls, also alles, was man sich um den Hals hängen kann, 20. Pullover und Westen, Tops, also Oberkörperbekleidung, 9. Hauben habe ich, ja, 11 oder 12, also die 12. mache ich ja gerade, die ist in der Endphase, also sagen wir 12. Ich denke, die schaffe ich heuer noch, also 2015 noch, Hauben, ja, davon sind ja schon allein, also von den 12 Hauben allein sind ja schon 5 die Schäfchenhauben. Dann habe ich 2 Decken, also die hier auf der Afghan-Decke mit den Quadraten, mit den monatlichen, und die Wetterdecke zähle ich jetzt auch als fertiges Ding für 2015. Und ganz wichtig, eine Unterhose. Und wenn man das zusammenzählt und wenn ich mich auch da nicht verzählt habe, dann waren das insgesamt 57 Projekte. Ja, außer ich habe irgendwas bei Revelry nicht eingetragen, kann natürlich auch sein. Lege ich nicht die Hand dafür ins Feuer, dass ich immer alles eintrage. Was für Herausforderungen habe ich dabei gemeistert? Jo, kann ich so jetzt gar nicht sagen. Mich hat es eigentlich gewundert, dass ich nicht mehr Socken gestrickt habe, außer die 7 plus die Overnies. Tücher und so, also 20 Stück. Jo, kann man, glaube ich, zufrieden sein. Herausforderung ist mittlerweile die Wetterdecke. Ebenfalls fertig geworden 2015 ist meine Schulz-Technik-Tunika. Das kann man als Herausforderung bezeichnen, weil ich glaube, das war eine Arbeit von 5 Jahren. Wobei die halt sehr viel Zeit nur herumliegend und gammelnd verbracht hat. Also ich habe nicht 5 Jahre lang dran gestrickt, die ist nur viel rumgelegen. Aber die ist endlich fertig. Das kann ich für 2015 verbuchen. Ja.
Dann Frage 2. Ist das Frage 2? Ja. Das Dash 2015. Wie bist du mit deinem Wollvorrat umgegangen? Ja, also ich kaufe Wolle oder ich bestelle Wolle oder ja, sie rennt mir halt bei Strickeltreffs über den Weg und dann stopfe ich die in meine Truhe. So gehe ich mit meinem Wollvorrat um. Unter welchem Zeichen stand dein Stash-Jahr? Wie hat sich alles entwickelt? Errungenschaften. Ja, ich glaube, heuer habe ich fasertechnisch aufgestockt. Jo. Ich habe sie nicht gezählt. Ich weiß nicht, wie viele Kammzüge dazugekommen sind, aber auf jeden Fall mehr als 2014. Abbauerfolge. Jo, na, ich habe immerhin 14 Kammzüge versponnen heuer. Wenn ich mich auch da nicht verzählt habe, aber ich glaube nicht. In meinem Stash laut Ravelry sind 145 Knäuel Wolle. Jo, da kann man jetzt über einen Abbauerfolg nicht wirklich reden, glaube ich. Dritte Frage. Mein Kleiderschrank, ja, den habt ihr ja schon mal in einer meiner Folgen gesehen. Ja, Spaß beiseite. Welche Sachen hast du 2015 oft und gerne getragen? Auf jeden Fall Socken. Socken trage ich in der kalten Jahreszeit, die handgestrickten, fast ausschließlich. Ich habe auch gekauft, aber die sind dann mehr so für die Übergangszeit. Und meine Featherweight-Cardigans trage ich gerne und viel. Abwechselnd und in letzter Zeit die Schäfchen haben. Die mag ich sehr. Vierte Frage. Gemeinsam geht alles besser. Was für Aktionen, Alongs, Events hast du mitgemacht? Was waren deine virtuellen und vielleicht auch persönlichen Treffpunkte mit anderen aus der Faser-Community? Also ein Ereignis war auf jeden Fall das Wollfest Regensburg, wo ich ja viele von, die ich sonst nur über Ravelry oder halt auf Facebook kannte oder deren Podcasts ich nur kannte, also Stimmen und Gesichter im Video, die habe ich persönlich kennengelernt. Und ansonsten haben wir ja unseren zweiwöchigen IKEA-Treff. Ja. Also das möchte ich nicht missen. Das ist sicher, ja, das wird es sicher noch länger geben. Wir haben es auch mittlerweile geschafft, also wir vom IKEA-Treff, dass wir unseren eigenen reservierten Tisch alle 2 Wochen dort haben. Und ja, virtuell, ja, eine Zeit lang war ich im Hangout. Ist man dann irgendwann ein bisschen zu anstrengend geworden, weil man kommt dann immer erst sehr spät ins Bett. Und ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Und ja, und die persönlichen Treffen sind mir persönlich auch lieber. Und wie gesagt, habe ich alle 2 Wochen beim IKEA und natürlich einmal im Monat haben wir ja irgendwo in der Umgebung einen großen Strickeltreff auch. Auch immer mit denselben Gesichtern und ja, ich finde es toll. Also, wir sind zwar alle so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, alle süchtig nach Wolle und das verbindet offensichtlich. Fünfte Frage. Hattest du ein Motto für 2015? Wenn ja, wie lief es damit? Hast du es umgesetzt? Also mein Motto generell ist ja, habe ich auch voriges Jahr schon gesagt und ich habe kein anderes, darum bleibe ich dabei. Also das Motto ist, ein geht nicht, gibt's nicht. Ob ich das umgesetzt habe, ja, soweit es mir möglich ist, setze ich das immer um bei allem. Und ich nötige euch andere Leute dazu. Also wenn man wer erklärt, irgendwas geht nicht, dann sage ich, gibt's nicht. Muss gehen. So, Frage 6. Was waren die schlimmsten Crafting-Unfälle und Reinfälle? Also schlimm. Mein Gott, was ist schlimm beim Handarbeiten? Im Grunde ist es nur Wolle, es tut ja nichts, beißt ja nicht.
Mein Hitofude Nummer 2 war ein Reinfall, weil ja da, ich habe es an, die Wolle, wäre ja geplant gewesen für den Hitofude und ich war ja schon ein ganzes Stück weit damit, bis ich dann einsehen musste, leider, dass sich das mit der Wolle nicht ausgehen wird. Und das wäre sich auch ganz sicher nicht ausgegangen. Also ich habe ja das hat ja keine Ärmel. Und wirklich viel habe ich auch da nicht über. Also ich kann dann noch vielleicht ja Stulpen machen. Jo, und mein zweiter Crafting-Unfall, den ihr sowieso alle auch mitbekommen habt im Laufe des Jahres, war mein Bridesmaid Nummer 2. Offensichtlich ist es mir mit den Zweitprojekten, da ist irgendwie der Hund drin. Beim ersten Mal läuft es und beim zweiten Mal klappt es nicht mehr. Weil ich habe ja auch einen zweiten Bridesmaid stricken wollen und da hat auch die Wolle nicht gereicht. Vielleicht sollte ich jedes Ding nur einmal stricken. Jo. Siebente Frage. Lieblingsdesigner 2015. War es, glaube ich, auch letztes Jahr schon und da kann ich nur sagen, Stephen West, weil keiner ist so schräg wie Stephen West. Also keiner ist so schräg drauf wie der, keiner vermarktet sich so gut, keiner promotet sich so gut und zu Recht. Und wer seine Anleitungen kennt, also der kann zählen. Bei Stephen West kann man sich darauf verlassen, dass alles passt in der Anleitung. Achte Frage. Song des Jahres. Also, ich habe halt echt gegoogelt, was denn so die Nummer 1 Hits im Laufe von 2015 waren, weil mir spontan genau gar nichts eingefallen ist. Dann habe ich mal die Titel und die Interpreten dazu durchgelesen und ich kannte nichts. Also nein, Song des Jahres gibt es für mich keinen offensichtlich. Also liebe Musikindustrie, für 2016 reißt euch ein bisschen zusammen, bitte komponiert was Gescheites. Das war nix, heuer, das war nix. Neunte Frage, Buch des Jahres. Ja, dazu müsste man mal ein Buch lesen. Wozu ich in letzter Zeit, also das heißt in letzter, ich glaube seit Sommer habe ich nichts mehr gelesen. Nicht wirklich. Also 10 angefangene Bücher auf meinem E-Book-Reader. Ich kann mich für keins entscheiden, keins reißt mich richtig vom Hocker und insofern na, lese ich jetzt eigentlich gar nichts. Schuld daran ist dann auch gleich die nächste Frage. Was ich aber gelesen habe, ist, ich habe die Game of Thrones-Serie zu Ende gelesen. Warte jetzt auf die Fortsetzung vielleicht. Motiviert mich das dann wieder mehr zum Lesen. Und die zehnte Frage, Film oder Serie des Jahres? Filme schaue ich ja eher nicht. Also ich nehme mal an, da ist gemeint irgendein toller Kinofilm und im Kino war ich nicht, glaube ich, heuer. Ich bin kein Kinogänger und ich bin auch kein Filmseher. Aber die Serie des Jahres, also zumindest ist jetzt nicht vielleicht des Jahres, aber was ich heuer gesehen habe und was mir sehr gut gefallen hat, ist Breaking Bad. Und also, die Serien sind so der Grund, warum ich nicht so viel zum Lesen komme. Weil außer Breaking Bad fand ich auch noch Sherlock gut. Das kannte ich vorher auch noch nicht. Und Better Call Saul. Habe ich auch gesehen, das ist ja ein Ableger von Breaking Bad und ich finde es total, also sehr, sehr lustig. Total mein Humor und nächstes Jahr kommt ja Gott sei Dank die nächste Staffel raus. Ja, und wenn ich so eine Serie schaue, ist das für mich ein bisschen wie so ein spannendes Buch, also ich kann nicht aufhören. Elfte Frage: Drei Dinge, die du nicht hättest missen wollen. Also das ist auf jeden Fall einmal Netflix. Netflix ist eine geniale Erfindung. Mein iPhone, das ist auch eine geniale Erfindung. Also egal wo man ist, es wird einem immer damit geholfen. YouTube und diverse YouTuber und YouTuberinnen sind mir mittlerweile auch manche ans Herz gewachsen und da freue ich mich dann immer auf jeden, wenn jemand eine neue Folge rausbringt.
Und Revelry finde ich auch immer besser. Also je mehr ich das für mich entdecke und je mehr ich die Funktionen auf Revelry für mich entdecke, umso mehr Spaß macht es mir eigentlich, muss ich gestehen. Und finde ich manchmal auch angenehmer als Facebook, weil auf Facebook wird mir dann oft so irgendwas hingeknallt, was ich eigentlich eh nicht sehen will, so Tierquälerei-Zeugs und so. Und dann ziehe ich mich gerne auf Revelry zurück, weil dort ist meine heile Welt und alles ist gut. Ja, also das sind die drei Dinge. Die klingen jetzt alle total oberflächlich, ich weiß, aber mir ist sonst nichts eingefallen und ich wollte mich das selber erzählen wie letztes Jahr. Drei Dinge, auf die du gut hättest verzichten können, ist die 12. Frage und das sind die Flöhe. Und das waren eigentlich vier, gezählte vier Flöhe. Also auf die Flöhe vom Hund natürlich, auf die hätte ich gut verzichten können. Frage 13. Was hast du 2015 Neues begonnen? Bei der Frage hatte ich zuerst nichts. Also nichts, mir ist absolut nichts eingefallen, null, wüsste ich nicht. Und dann ist mir doch noch was eingefallen, nämlich das Geschminke. Das habe ich eigentlich 2015 neu begonnen. Ja, also so minimal geschminkt habe ich mich ja eh immer eigentlich. Also ich glaube nicht, dass ihr mich schon mal komplett ungeschminkt gesehen habt. Kann ich mir nicht vorstellen. Gibt es bei mir eigentlich nur sonntags, wenn ich weiß, ich gehe nicht raus. Ansonsten habe ich schon minimal irgendwie Farbe im Gesicht, aber so richtiges Geschminke habe ich ja 2015 begonnen. Also so richtig, so mit Make-up und Puder und Rouge und Lidschatten, Lippenstift. Ja, das ist neu für mich. Und dann auch diese ganzen Pflegeprodukte rundherum, die man dann zwangsläufig auch noch so mit einkauft, wenn man schon dabei ist. 14. Frage. Wovon hast du dich 2015 getrennt? Von diversen Zeugs würde ich sagen, weil ich bin sehr großzügig beim Ausmisten, ich habe kein Problem damit. Also wenn ich unnützes Zeugs nur rumstehen oder rumliegen habe, fliegt das raus. Ich habe keine Dinge, die für den Popo sind. Ja? Also ich heb wirklich nicht viel auf. Manchmal wäre es gut, ich würde ein bisschen was aufheben, aber eigentlich nicht. Und wovon ich mich auf jeden Fall auch getrennt habe und ich traue es mich eigentlich fast gar nicht sagen, sind einige meiner Tücher und ja, auch sonst so gestricktes Zeugs, das ich eigentlich nur im Kasten liegen hatte. Und ja, wo ich weiß, das trage ich nicht. Und ich habe liebe Abnehmer dafür gefunden. Also es sind in gute Hände gewandert. Und insofern ist, ja, es gibt schon Tücher, da würde ich mich im Leben nicht davon trennen, aber dann gibt es halt welche, jo. Die nehmen nur Platz weg und jetzt habe ich wieder Platz und jetzt kann ich wieder neue Tücher stricken. So, und die letzte Frage, die Frage 15. Hast du ein Motto für 2016? Wenn ja, welches? Geht nicht, gibt's nicht. So einfach ist das. Ja, das waren die 15 Fragen. Oh, jo. Jo. Bin ich im Großen und Ganzen durch. Ich habe nur gerade entdeckt, dass ich was vergessen habe. War aber eh klar, ne? Zur Frage 4 nämlich. Welche, da habe ich, weiß nicht warum. Warum habe ich das nicht fertig beantwortet? Keine Ahnung. Also das war die Frage mit den welche Aktionen, Allongs und Events ich mitgemacht habe. Also Regensburg. Dann natürlich meinen Socken Knit-Along, meinen Sockenkall, meinen wie ich meine Socken stricke Knit-Along. Konnte ich das vergessen? Das war, glaube ich, auch der einzige Along, den ich mitgemacht habe. Und als Event würde ich mal meinen die Tour de Vlies. Die Tour de Vlies war für mich ein Event. Und die habe ich auch mitgemacht. Und ja, wer schon mal bei 40 Grad im Schatten gesponnen hat, 3 Wochen durchgehend, würde das auch als Event bezeichnen. So, und jetzt schaue ich doch nochmal sicherheitshalber, aber ich glaube, sonst habe ich nichts vergessen.
Also das war mein Jahresrückblick, mein faserverrückter Jahresrückblick für 2015. Und mich würde sehr freuen, wenn es das nächstes Jahr wieder gibt. Und ich freue mich jetzt auch auf alle anderen, die ich mir anschauen und anhören kann. So, in diesem Sinne, einen guten Rutsch ins neue Jahr und immer fleißig weitermachen. Ciao.